Hey, ihr Lieben. Kriegszeit. Heute ist Freitag. Das heißt, ich nehme ja das Video oder bespreche das Video einen Tag nach dem eigentlichen Krieg. Ihr seht schon die Ergebnisse. Wir liegen hinten und ein paar Flaggen sind noch zu spielen. 5 Stunden 30. Die ersten Angriffe mache ich also frühst morgens, extra früher aufgestanden. Das sind die ersten fünf. Der sechste kommt dann circa. Naja, 25, 20 Minuten vor Schluss. Alles geplant, keine Sorge. Ich verpasse nie Angriffe. Ja, los geht's. Es war nur noch ein Gegner übrig, was ihr bis sehen konntet. Das war der gute Kumpel. Und nicht so, als hätte ich die Wahl gehabt, aber dennoch bot sich hier mein SIF-Team an. Sodass ich hier gegen den ganzen AOE-Schaden vorgehen konnte. In der Gesamtkaskade hat es sich leider nicht ergeben, dass Elisabeth nicht auslösen konnte und ich sie gleich hätte erledigen können. So habe ich natürlich ein bisschen notwendige Heilung auferlegt bekommen, aber die kommt hier schon rein. There you go. Einmal nochmal nachhelfen. Denn jetzt geht's los hier. Ja, perfekte Voraussetzung. Morell erledigt sich selber, war schon angeschlagen. Als nächstes Hannah wurde auch vorbereitet. Und Kadi hinterher. Wobei Kadi sich, glaube ich, nicht selbst erledigt, sondern. Die konnte ich nicht vorbereiten. Ist aber nicht schlimm. Wir können hier leider nicht so viel in Onyx pushen. Wir hätten unten die blau-grüne Kombi nehmen können, aber Steine in jemanden reinzuschicken, deren Farbe man nicht besitzt, das ist eigentlich obsolet und unnötig, denn so richtig viel Mana-Push geben die ja nicht. Was an mancher Stelle ja gut ist. Ist ja auch völlig wurscht. Das Mana war da. Alles easy, alles erledigt. Und das war Gott sei Dank ein sehr gnädiger Reset. Ich meine, 5119 Death, das ist auch kein Pappenstiel, ne? Das ist so das Level-Niveau, auf dem sich Martin, aka Gunman, bewegt. Liebe Grüße an der Stelle, Martin. Danke fürs Zuschauen. Ja. Dann habe ich mir so gedacht, okay, zweimal Freak, ja, das ist gefährlich. Allerdings, was soll passieren? Ich habe ein ganz gutes Team dafür parat. Ich habe rote Helden, die den Job an sich gut machen. Und dementsprechend habe ich mich für dieses Team entschieden, auch weil die Herzkönigin natürlich den einen oder anderen Schaden abfangen kann. Sofern man sie dann auslösen kann. Ja, hier bin ich auf Nummer sicher gegangen. Ich hätte sonst eigentlich auf die linke Frick, diese hier, zentriert, aber ich wollte nicht, dass Garnet noch durchgeht. Ja, das passte ganz gut. Das wurde abgefangen. Der Death Down ist natürlich ein Problem, ne? Und ich habe jetzt, ja genau, der Death Down ist ein Problem, das wollte ich sagen. Der ist aber jetzt dispelled worden. Diese Combo war Gold wert, stand genau richtig. Ihr seht schon, ich habe auch heute mal, trotz der frühen Stunden, extra darauf geachtet, meinen Rigard nicht in die Mitte, nicht nach außen zu stellen, sondern in die Mitte. Ich hätte Freya, fällt mir ein, auch noch nach außen stellen können, aber ich glaube, Mayana ist jetzt nicht so die schlechte Wahl gewesen. Daher war das für mich okay. Hier logischerweise Drake Fong, weil die rote Combo darunter sich anbot. So viel Minions, so viel Damage, der dadurch rausgeht. Ihr seht schon, zack, das war's. Abgefangen. Der eigentliche Herzkönig-Minion lebt immer noch.
Der Plan ging gut auf. Ich habe mich also hier versucht, primär auf Teams zu fokussieren, die tatsächlich zwei gleichfarbige Helden hatten. Nehmt es vielleicht auch mit für euch, wenn ihr eure Dev präpariert. Zwei gleichfarbige Helden können funktionieren. Muss aber nicht. Tja, und hier kann man schon grob absehen, wo die Reise hingeht. Also, auch das wäre ein super rotes Startboard gewesen. Wollen wir nicht rumheulen? Wir gehen hier mit grün-lila rein. Tja, tatsächlich hat das Board zu dem jetzigen Standpunkt auch Potenzial. Allerdings sind die Steine, waren die Steine bescheiden verteilt. Aber wir bauen uns das ein bisschen so hin, wie wir es brauchen. Nur leider ist das Ganze, wie soll ich sagen, ein Zug zu spät. Ich meine, das ist eine gute Kombo, ne? Morell, der Death Down reinknallt, selbst eine Wanda, die ja ein bisschen Heilung reinschießt, Hannah, die hier tötet. Tja. Ich habe mich entschieden, Wanda zu eliminieren anstatt Morell. Rein faktisch, um A, die beiden Blauen stehen zu lassen, für den Fall, dass sich ein Cleanup anbietet. Meistens ist es ja dann so, dass die Kollegen ja auch ihre Teams danach logischerweise danach stellen, was noch übrig ist. Und dann machen sich zwei Blaue mal ganz gut. Und einfach, um die Mitte frei zu haben zum Ghosten. Sei es für mich, für den Clean oder auch für andere. Ne? Je nachdem. Ich konnte ja zu dem Zeitpunkt noch nicht absehen, ob jemand für ein Cleanup online ist oder so. Was übrigens nicht der Fall war. Und tatsächlich, nur mal so, man darf sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Ihr seht schon, der Kampf ist hier noch nicht beendet. Ich habe noch einen Heiler. Ich habe Phileas, der als Kämpfer wieder beleben kann. Und ich sag mal, so schlecht war es gar nicht. Und wäre hier Milena oder wie sie heißt, nicht auf Damage geladen gewesen, sondern also hätte nur eine Aufladung gehabt, hätte es vielleicht sogar gereicht. Ich hatte Damage, hatte Heilung, möglich ist alles. Ja, da habe ich natürlich ein bisschen lustig hin und her gebaut. Rainbow für Cleanup, ne? Das war, alles andere wäre jetzt Quark gewesen, es noch darauf ankommen zu lassen. So kann man auch mal den einen oder anderen Held in Action erleben. Mein Octros kommt von der Ersatzbank runter. Bera kann ich mal im Krieg ein bisschen austesten. Ich habe da Bera zweimal bekommen in dem letzten Event. Einmal habe ich sie jetzt senden lassen. Ihr seht schon, die ist auf dem Weg zu 80. Einfach um für mich mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich habe noch nie eine Bera besessen. Wie spielt sich das so ein bisschen? Auch solche Clean-Up-Situationen kann man dafür nutzen, finde ich. Das ist gar kein Problem. Das Board war natürlich für Bera ganz gut. Ja, das war der Cleanup. Jetzt kommt das Minion Destroyer Team. Nicht, dass dass hier Minions groß am Start werden. Das sind ja die Fiends. Keine Sorge, das habe ich bedacht. Aber das Team bot sich an. Ne? Das ist noch ein gelbes Team, was ich übrig habe. Gegen zwei Lilane. Ich meine, das ist natürlich eine Ultra-Kombo hier. Ey. Drei Helden, die extrem hier mit solchen Fiends reinknallen. Zweimal Hannah, einmal Elisabeth. Wahnsinn. Da ist es halt zwingend notwendig, dass das Board auf meiner Seite ist, ne? Das, anders kommen wir hier nicht umhin. Tja, ihr seht schon, an der Stelle wurde es schon leicht kritisch. Aber mit genug Damage ist alles möglich. So. Okay, das war es natürlich für Sturmfang, aber habe ich gedacht. Mega geil, ne? Ein bisschen Glück muss auch dabei sein.
Alles soweit gut abgefangen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass, ich glaube, Christobal heißt der Kumpel links, mir nicht alle wegknallt mit zwei Aufladungen. Dann wird es ein bisschen problematisch. Ja, und da haben wir es auch schon. Aber es ist genug geladen und auf meine AUDA kann ich mich verlassen. Die liefert immer. Der Devdown war natürlich ein Geschenk. So dass das für mich noch ziemlich gut ausging, würde ich sagen. So, und weil es so gut funktioniert hat, das ist jetzt der Kampf, ihr seht schon, 26 Minuten noch. Ich bin der Einzige, der noch eine Flagge hat. Der Kampf ist quasi verloren. Wir haben 6.749 Punkte zum Zeitpunkt, unabhängig von meinem Ergebnis, und 7.200 und ein paar zerquetschte. Das spricht ja im Prinzip dafür, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, dass unser Ergebnis trotzdem ziemlich gut war. Wir haben fast 7.000 Punkte erwirtschaftet. Es hat halt einfach gegen das Syndikat nicht gereicht, ne? Die Jungs hatten einfach bessere One-Shots oder mehr One-Shots. Tja, und tatsächlich muss man sagen, der Kampf war, tja, ich will sagen, nicht geschenkt. Ich ein bisschen überlegt, ihr seht schon, was macht mehr Sinn. Die Steine, ja, die haben nicht so richtig viel hergegeben. Ich habe mich dann für die rechte Seite entschieden. Nicht, weil sie gefährlicher ist, aber weil sie, tja, ich habe das anders kategorisiert, nerviger ist. Ja, ich weiß, ich hätte auch links die drei gelben, die drei blauen spielen können, aber ich habe mich tatsächlich bewusst dafür entschieden. Ja, jetzt heißt es entweder warten oder nicht. Ich warten habe ich jetzt unsinnig empfunden, weil links tatsächlich die Specials voll waren. Ich kann hier keine Zeit schinden und warten, dass mir Fryder oder die Helden, die geladen sind, weggesnipert werden. Deswegen habe ich mich entschlossen, hier ein bisschen auf Risiko zu gehen. Auch das gehört dazu. Das hat bei Odin geklappt. Tja, und ich habe die Lilan mir erstmal aufgehoben unter Morell, weil KDE ausgelöst hat. Und ich wollte dann Wortbewegung unter KDE herstellen. Tja, der Zug hat sich gelohnt. Ich weiß, ich hätte links den Lilan Kristall spielen können. Das habe ich alles gesehen. Ich wollte allerdings tatsächlich die blauen Specials voll haben. So, den Einzug habe ich noch gewartet. Manchmal kann man oder sollte man eben nicht immer das Offensichtliche spielen. Das bringt euch kein. Ein Kristall bringt euch nichts, wenn ihr dadurch Specials provoziert oder wichtige Specials, die ihr benötigt, um das Spiel zu kippen, nicht voll kriegt. Nur um ein Kristall bestehen zu haben. Das funktioniert nicht. Macht auch einfach keinen Sinn. Ist auch nicht weiter schlimm. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen und in dem Fall spricht das Ergebnis für sich. Ja, das war's schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei Dave vorbei. Hinterlasst gerne einen Kommentar. Ich habe mich gefreut über die Kommentare beim letzten Mal, über die Likes. Gerne auch, wenn ihr neu da seid, ein Abo. Wie gesagt, der Krieg, das, was ihr oben seht, das ist das Endergebnis 6803. Liebe Grüße, bis bald. Ciao, ciao.